Und ich habe hier jetzt auch einen Kaffee gemacht. Sieht man das auch, dass der Dampf hier? Man sieht leichten Dampf. Ganz leicht. Zumindest bei, ich weiß jetzt nicht, ob man das im Stream sieht, auch genauso, aber zumindest sehe ich das auf OBS. Leicht am Dampfen ist noch. So, warte mal. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier. Brückenbaubericht. Die Brälenbrücke ist ja hier vorne. Mal gucken, was es da gibt. Denn da ein Standort unten. So, ich will mich jetzt aber auch schon mal hier umsehen. Beziehungsweise hier einmal genau. Der Schreiner hat verraten, dass er einen Schatz im mittleren Pfeiler der Brälenbrücke versteckt hat. Als eine Art Markenzeichen. Finde den mittleren Pfeiler und beseitige den Schutt, um die Truhe zu finden. Ist das hier oben oder? Ne, da unten. Muss ich mich jetzt durchgraben? Oder ist das der Schatz? Nee. Ganz unten. Bandage nehmen wir mit. Warte mal. Jetzt da oben, hä? Hier unten liegt jetzt kein Schutt rum, okay. Also muss ich doch mich da oben irgendwie runtergraben. Okay, ich gehe noch mal hoch. So, hier haben wir noch mal ein paar Pfeile. Feuersteinpfeil und Schrottpfeil. Aber das sieht für mich nach dem mittleren Pfeiler hier aus. Ich glaube, hier. Vielleicht hier drunter? Ich. Unterm Holz vielleicht? Keine Ahnung. Das hier ist der Pfeiler, glaube ich. So, weg damit. Jo, da stimme ich dir zu, um 17:20 aufzustehen. Das ist echt nicht gut. Hatte ich auch mal eine Phase gehabt, wo ich immer um so eine Uhrzeit ungefähr aufgestanden bin. Dann tagsüber nichts auf der Reihe gekriegt. Also beziehungsweise in der Zeit, wo ich um diese Uhrzeit wach war. Geht das auch irgendwann kaputt? Krieg ich das?
irgendwo Wasser? Ich will Wasser mal trinken, wegen der Ausdauer. Füllt die Ausdauer ein bisschen länger auf. Das ist schon der mittlere Pfeiler, also hier drunter muss ich irgendwo suchen. Komme ich hier so durch? Ich glaube, hier komme ich nicht durch, ja? Hier hinter vielleicht? Wir sammeln jetzt Schutt ohne Ende. Das ist der mittlere Pfeiler, aber wo muss ich jetzt suchen? Der sagt weiter unten. Den Schatz haben wir, aber... Wo kann ich hier... Hä? Oder gibt es hier einen Weg? Irgendwie? Das sieht nach einem Weg aus. Spitzhacke ist aber gleich hinüber. Nein, nicht. Ich dachte schon. Hier einmal die Spitzhacke reparieren. Und nochmal kurz Ausdauer tanken. So, und jetzt. Na echt, wenn man ab 17 Uhr aufsteht, eine halbe Stunde später wirklich schon dunkel, ist jetzt schon wieder dunkel. Okay, jetzt ist aber auch 19 Uhr. Im Sommer ist es wiederum was anderes. Da ist es teilweise manchmal, je nachdem wo man ist, auch oder wann genau im Sommer, kann es auch schon sein, dass man hier um Mitternacht erst anfängt dunkel zu werden. So, einmal alles repariert. Ja, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, bei den ganzen Dingens mal durchgeskippt. Und, also von den Schraude die Musik so. Weil ich aber tatsächlich für YouTube eigentlich eine Endcard machen wollte, von den Schraude. Aber ich habe mir dann gedacht gehabt, so ist eh eigentlich ein Live-Let's Play. Da lohnt sich sowas nicht, dann so eine Endcard zu machen. Deswegen habe ich da nur so ein 20-Sekunden-Ding da reingeballert. Rausgehauen. Fast wäre ich runtergefallen. So. Aber da gibt es richtig geile Musik auf jeden Fall, finde ich. Hier ist ein Hohlraum. Wow, wenn ich hier jetzt überall alles ausheben muss, um Schatz zu finden. Jetzt kann ich keinen Doppelsprung machen, ne?
Jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch. Ich glaube, ich habe gleich ein Problem, wenn ich hier gar nicht mehr rauskomme. Spielst du eigentlich auch Enshrouded? Ja, komm, wir setzen uns mal kurz hin. Ah, okay, Enshrouded ist nicht so dein. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte sonst gedacht gehabt, so, komm, ich lade dich mal hier mit zu ein. Hier auf diese Welt. Kannst du auch noch ein bisschen Blödsinn machen mit mir. Okay, dann. Ich denke, ich muss hier vielleicht suchen. Kann das sein? Wir setzen uns nochmal hin. Mal gucken, ich hoffe, hier finden wir das jetzt. Ich will den Schatz finden. Ich glaube, ich habe mittlerweile jetzt so mehr Schutt eingesammelt, als ich jemals gebrauchen könnte. Toll. Die Spitzhacke wieder reparieren gehen. Eher oben auf der Brücke, aber da steht Standort unten. Aber sobald ich ganz unten bin, steht dann Standort oben. Ich hab da eine Idee. Ich glaube, mit Stand. Wenn du sagst eher oben statt unten, dann will es mich vielleicht ein bisschen verwirren. Wenn er sagt Standort unten. Ich muss jetzt eh die Spitzhacke reparieren. Mittlerer Stützpfeiler, hier heißt es. Aber der Stützpfeiler geht ja ganz weit hoch auch noch. Also. Ne, nicht zur Flamme. Hier. Ich habe da eine ganz verrückte Idee gerade. Wofür ich das hier wahrscheinlich wieder brauchen werde. Wieder Auslauf voll machen.
Was, wenn es da oben irgendwo vergraben ist in den Pfeilern? Aber so einfach nach oben kommt man ja auch nicht. Es sei denn, wir springen von dem Turm per Gleiter da drauf. Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht da in dem mittleren Ding ist. Dazwischen. Obwohl, das ist nicht. Oder vielleicht da. Gibt es vielleicht hier irgendwie eine Möglichkeit? Ne? Der ist vorbei. Ich gehe da mal hoch. Oder warte mal. Ist einfacher, statt den ganzen Weg von unten nach oben da hoch zu klettern. Das sind ja Schnellreisedinger. Und warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Da, wo das Ausrufezeichen ist, das ist eigentlich die mittlere Säule. Ich hoffe, die Ausdauer reicht aus. Also schlau ist was anderes. Oder ist es wirklich da? Ja, aber wenn... Das muss schon hier irgendwo sein. Das ist ja die mittlere Säule. Wie viel haben wir jetzt von dem Schutt? 138. Ja, warte, dann würde ich den behalten. Den zerlegen. Weil den können wir noch dreimal aufrüsten. Das ist die mittlere, meine ich. Dann muss es hier irgendwo einen Weg geben. Nach. Nein! Ich wollte kurz gucken, was, ob ich vielleicht was erkenne.
Ich erkenne da wirklich nichts. Ey, ich will einen Doppelsprung machen. Komm. Ja. Egal. Ich erkenne da aber auch nichts. Von hier oben erkennt man auch nicht, ob da irgendwie ein versteckter Eingang ist oder sowas. Okay, also ich habe jetzt auch nicht vor, alles hier niederzumähen, sage ich jetzt mal. Also... Das finde ich jetzt ein bisschen doof, aber egal. Ja, jetzt kannst du mir doch gerne einen Tipp geben. Weil, ich werde jetzt nicht das komplette Ding dann niederreißen oder so. Nur um das Ding zu finden. Also nur um zu suchen. Es ist unten am Boden. Also nicht hier oben. Okay. Es wird eh jetzt gleich dunkel. Ich lagere dann eben ein. Muss eben den ganzen Schutt hier einlagern. Dann legen wir uns hier einmal schlafen. Ne, der schläft noch nicht. Okay, wenn es unten am Boden ist. Warte mal. Ich gehe da vielleicht doch nochmal hin. Kurz. Bevor es ganz dunkel ist. Der Himmel ist zwar jetzt rot, aber... Na, jetzt ist dunkel. Okay, dann können wir jetzt einfach schlafen gehen. Gehen wir einfach runter. Und trinken nochmal einen Schluck. Aber hier unten am Boden ist doch kein Schutt, oder?
Ist hier irgendwo Schutt? Oder ist hier irgendwo vielleicht ein geheimer Weg versteckt oder sowas irgendwie? Direkt am Pfeiler bei einem kleinen Busch. Ist das hier Schutt? Das ist Schutt, okay. Danke euch. Dankeschön. Naja, wenigstens kriege ich dafür ein paar Münzen. Was jetzt nicht. Das, aber danke dir, okay. Hätte ich dich jetzt nicht gehabt, ich hätte das wahrscheinlich jetzt schon längst wieder aufgegeben gehabt. Aber ey, wenn sowas einfach irgendwie viel zu lange dauert, gerade für so ein Let's Play. Wenn ich einfach nur das streamen würde, könnten wir das irgendwie auch stundenlang machen. Hätte kein Problem, aber ich nehme das ja auch gleichzeitig ja für YouTube auf. Das hätte ich dann irgendwann wirklich aufgegeben. So. So. Der macht zwar 90 Schaden, aber den brauchen wir nicht. Ich würde aber noch mal ein paar Münzen nehmen, um die Dings hier mal aufzurüsten, die wir haben. Hier waren keine Münzen. Hier waren welche. Und den anderen Scheiß mal einlagern. Was? Alles klar. Dann bis gleich. So, warte mal. Ne, hier. So. Jetzt macht das 21 Schaden. Das hier 25. Warte mal. Der wollte einen Brennofen haben, ne? Ne, der kann eins machen. Lehmklumpen. Mit Lehm brauchen wir. Ist jetzt nur die Frage, wo kriegen wir Lehm her? Hier ist voll, hier ist voll, hier. Hier hatten wir die Münzen her. Ich glaube, Leuchtstaub und Holzsäure machen wir weg. Kann auch weg. Nutzen wir ja nicht. Okay, schauen wir uns mal die nächsten Quests an. Oh, wir haben hier was Neues. Alchemist. Was ist bei ihm jetzt neu? Mörser. Ah, okay. Ich kann bei ihm jetzt einen Mörser herstellen. Wefel, Nitrat. Lehmklumpen, Sand. Okay. Was kann er jetzt? Fenster. Neue Stühle. Oh, das ist ein schicker Stuhl. Da brauchen wir
Bernstein, Indigo-Pflanze, Stoffwetzen, Nägel, Harz, Hartholz. Ja, super. Kupferbarren, Holzbretter. Ja, klar, natürlich. Lehm brauchen wir auf jeden Fall. Warte. Wuka-Zeremonie. Die Wuka haben einen Champion in ihrem Lager erschaffen. Besiege den Wuka-Gladiator beim Wuka-Zeremonienhügel und stelle den Frieden wieder her. Ein Test der Fähigkeiten. Die Jägerin hat dir den Ort ihrer geheimen Jagdgründe verraten. Untersuche das Gebiet, um zu sehen, was sich dort verbirgt. Tour des Oswald anders. Obelisken. Das würde ich gerne machen. Dann kriegen wir die Diadwin, also diese Dingens hier. Bausteine. Aber ich würde auch mal die Wuka-Zeremonie machen. Als nächstes. So, die ist ja nicht weit. Nur 1,5 Kilometer. Willkommen zurück, Oldcoin. Und auf dich. So. Machen wir weiter. Können wir von. Alles klar. Ich fand das jetzt richtig lustig mit den Ziegen. Die rennen hier entlang und dann rutschen die den Berghang hier runter. Ah, stimmt, das kennen wir ja noch. Wo wir immer noch nicht rein können, warum auch immer. Beziehungsweise, warte mal, gibt es da vielleicht einen Weg nach oben? Und oben gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, das aufzumachen? Ja, jetzt will. So haben auch unsere Vorfahren schon agiert, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Würde das hier schon gerne aufmachen, ne? Kann man da irgendwie reingucken? Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe Bock hier eine Stadt zu bauen, so die so ähnlich wie Moria ist, einfach unterm Berg. Boah, ich habe eigentlich viele Ideen für verschiedene Städte, die ich hier machen will. Aufhören einfach. Autsch. Das war jetzt mein Fehler. Ah, jetzt. Da sind die Viecher. Alter, wie viele. So. Die Dinger brauchen wir aber. Was gibt's denn da drin? Jo. Da kommen noch mehr. Alter. Das war jetzt heftig. Voll übertrieben mit den Viechern.
So, aber wir benutzen mal die Bandagen. Ah, okay, die Miasma-Wurzel hatten wir schon. Aber die gönnen wir uns trotzdem nochmal. Jetzt. Ne, wir haben keine neue Miasma-Seele bekommen dafür. Okay, schade. Kommen wir hier durch? So, Morvena haben wir erreicht. Von wo kommt die Spinne jetzt her? Boah, aber echt, wenn Spinnen so groß wären, ich hätte Schiss um mein Leben, wirklich. Wenn die schon so groß wären. So wie die kleinen Dinger, die da drum herum gekrabbelt sind, kein Problem. Aber so groß. Eine Größe schon, wirklich, eine Größe schon von einem kleinen Hund. So, ist das hier das, wo ich hin muss? Nein. Ich muss noch weiter nach hinten, okay. Ich hätte gerne wirklich ein Reittier. Irgendwie so ein Pferd oder sowas. Was läuft denn da rot? Niederauenwarte. Hatten wir die nicht schon gemacht? Doch, die... Ja, jetzt ruckelt's. Ja, die... Ich glaube, die Niederauenwarte hatten wir schon gemacht. Da könnten wir einfach... Nee, die hatten wir noch nicht gemacht. Dann lass mal dahin. Stimmt, wir hatten nur eine gemacht gehabt. Vorausgesetzt, wir kommen da überhaupt hoch. Denn wenn ja, sobald wir das eigentlich abgeschlossen haben, dann können wir das als Schnellreisepunkt benutzen. So, verwenden.
warte, ich glaube doch, wir hatten. Wir hatten das beim ersten Mal gemacht gehabt. Wo ich das erste Mal in Shroud gespielt hatte, aber nicht für YouTube aufgenommen hatte. Glaube ich zumindest. Dass das so eine Art war. So, jetzt haben wir hier offen. Gibt es hier draußen noch was? Nope. Okay, hier brauchen wir nur einen. Au. Und hier brauchen wir noch einen. Nehmen wir mit. Jetzt ist aber da hinten was offen. Da will ich auch noch mal kurz rein. Hier ist offen. Ah, da haben wir was. Jägerbogen. Und? So. Heiltrank, perfekt. Autsch. Okay, das fängt schon gut an, da. Genug Ausdauer? Nein, ich habe nicht genug. Okay, einmal kurz hinsetzen. So, jetzt können wir doch hoch, oder? Sonst noch was? Nö. Honig, perfekt. Noch mehr Honig? Lassen wir. So was brauchen wir nicht. Weil ich nutze das zumindest nicht. Ah, hier. Hier auch noch was? Wasser. Okay, immerhin Wasser. Und noch eine Truhe. Und hier ist auch noch eine. Bandagen, die nehmen wir definitiv mit.
Plus 1 Gesundheitsregen. Ja, nehmen wir auch mit. So. Die finde ich besser. Haben wir erstens mehr Gesundheit und zweitens auch noch mehr Regeneration. Niederauen, warte, Schnellreise. Die haben wir jetzt geschafft. So. Die Niederauer wird von einer Krankheit heimgesucht. Ist überflutet von Galle und Bitterkeit. Kämpfe gegen das Miasma an und offenbare die Lichtungen, die sich darunter befinden. Unter all dem Verfall liegt eine grenzenlose Wildnis von unermesslicher Schönheit verborgen. 3 Marker hinzugefügt. So. Hier noch ein Refugium der Flamme. Südlich Karawane. Keine Ahnung, was da ist, aber da wollen wir hin. Obeliskenforschung. Da müssen wir auch noch hin. Tischsäge für den Schreiner. Hier sind wir auch schon fast am Rand von dem Gebiet. So, kriegen wir das auch noch mal ein Haus. Wollen wir zuerst die Richtung oder? Keine Ahnung, wo sein soll. Aber lass mal lieber zuerst im Haus. Das Haus interessiert mich irgendwie gerade mehr. Als da hinten, was auch immer da sein soll. Diese Yucca-Zeremonie. Alter, da ist schon ein Riesengebiet rotes Miasma. Perfekt. Jo, jetzt greifen die mich an. Ich treffe die nicht einmal. Ist hier nicht. Unten vielleicht? Hier fängt schon Stein an. Das nehmen wir mal mit. Im Keller haben die jetzt nicht. Was haben die hier? Dietrich. Perfekt. Haben wir da vorne? Wie viel habe ich jetzt im Rucksack eigentlich? Ach komm, weg damit. Weg damit. 2 Haben wir sonst noch irgendwas, was zerlegt gehört? Sehe ich gerade nichts. Okay. Was haben wir hier? Können wir das mitnehmen? Äste. Ah, okay, hier gibt es Äste. Können wir Pfeile herstellen? Ich muss auch ehrlich sagen, das Miasma sieht in Rot viel, viel unheimlicher aus.
rotes Miasma, blaues Miasma und da hinten, glaube ich, grünes Miasma. Kann das sein? Wie schlimm ist grünes Miasma? So, die Flamme nehmen wir mit. Ist es da schon das hier, wo ich hin muss? So, das nehmen wir auch mal mit, alles. Da haben wir, oh, Stufe 9 Wookies, okay. Nehme ich trotzdem mal mit. Und es wird schon dunkel. Okay, aber erstmal lesen wir das. Stärke der Wooker. Dieses Wooker-Lager ist die Heimat eines Kriegerkultes, der sich durch Gewalt und Zerstörung definiert. Ich wünschte, ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen. Aber das wäre wohl mein Ende. Von Zeit zu Zeit versammeln sie sich auf diesem Hügel und tragen Gladiatorenkämpfe aus, bei denen der einsame Überlebende gekrönt wird. Ich nenne ihn jetzt den Gladiator. Diese bösartigen, grobschlächtigen Ungetüme verfügen über unglaubliche Kampffähigkeiten und schöpfen ihre Kraft aus dieser Steinsäule, die sie verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einen dieser Gladiatoren anzutreten, empfehle ich, selbst einen dieser Stoßzahnbuffs auszuprobieren. Ich hätte gern Stoßzahnbuff, bitte. Obwohl, so schlimm kann das jetzt, glaube ich, auch nicht sein, oder? Ich habe so das Gefühl, das könnte irgendwie... Ja, da... Yo! Oh, an den erinnere ich mich. Den hat der Hehl doch vor kurzem erst gemacht. Yo. Okay, das wird ein langer Kampf. So, immer schön wie bei den wie in Gothic bei den Trollen immer auf den Hintern hauen. Alles klar, Oldcoin, bis gleich. Das geht jetzt ein bisschen wild. Jetzt muss ich kurz Ausdauer tanken. Autsch. Ich hab gedacht, das wird schlimmer. Nur seine Sprungattacke ist schlimm.
Ich habe ihn geschafft. So, Wuka Gladiator Kopf. Nimm mal alles mit. Rezept freigeschaltet, Wuka Gladiator Trophäe bei Jägerin. So. Der ist ja aber immer noch da. Ich kann den aber nicht abbauen. Ist eine Lebensanzeige, okay. Und weg ist er, okay. Gibt es hier noch mehr zu finden? Wasser. Von denen kriege ich nichts. Was ist mit dem da? Harz kriegen wir. Kingdom Hearts. So, was gibt's denn hier noch? Jede Menge Untot, Tote, meine ich. Die Viecher da hinten wieder. Gucken wir noch mal hier. Hier haben wir noch irgendwas mit einem Fragezeichen. 300 Meter in die Richtung. Ich will wissen, was da hinten gibt's. Hier haben wir noch ein Lager auf jeden Fall. Noch ein Wuka-Lager. Jo! Da ist ja ein. Von denen der Loot ist aber super, finde ich. Die haben lohnenswerten Loot, finde ich. Jo, dann nochmal zwei. Wie viele sind denn da? Kann man sich hier irgendwo hinlegen? Haben die ein Bett vielleicht? Oder so was ähnliches, was wie ein Bett funktionieren könnte? Oder zumindest ein Amboss? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Warte, hier gibt es noch ein paar Sachen. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. So, so. Hier ist noch Harz. Tierfell. Ah, bei Feuer, allgemein Feuer kriege ich ausgeruht. Okay.
Ah, hier kriege ich nur 6 Minuten, okay. Und wahrscheinlich nur bei meinem Flammenaltar kriege ich dann irgendwie mehr. Ich hätte jetzt aber gerne einen Amboss oder sowas. Was haben wir hier? Stein, Nägel, Feuerstein. Sieht für mich auch nach Feuerstein aus. Ah, die schon wieder. Okay, hier gehen wir mal nicht hin. Dann sind wir lieber hier. So, groben Steinblock kann ich wieder machen. Teilblock. So. Die Knochenblöcke, die gefallen mir sehr auf jeden Fall. So, einmal ganz kurz hinlegen, bis es wieder hell ist. So, kann ich hier irgendwas? Ja, hier kann ich ein bisschen was einlagern. Und hier nochmal. Genau, bei ihm musste ich noch eine Sache herstellen, den Insektenstaub da. Ah, und dann Schleim. Ah, okay, warte. Glad to help. Aber ich brauche jetzt erst einmal wieder eine neue Truhe. So, erstmal eine. Unter Stauraum da unten. So, diese hier. Nägel und Holzscheiter. Wie viele Holzscheiter haben wir? Und wie viele Nägel haben wir? So, Holzscheiter haben wir nicht hier. Hier auch nicht. So, hier haben wir Nägel. Und Holzscheiter. Komm, wir machen ein paar Truhen mehr. Dann haben wir zumindest erstmal wieder ein bisschen mehr Stauraum. So. Dann machen wir zwei. Warte, was sind das denn? Kurzschwert, 23 Schaden. 25 Schaden. Aber das Ding. Ich guck mal eben, bei ihm. Macht auch nur 25 Schaden dann. Aber hier habe ich mehr. Mehr Buffs. Is that it? So. So.
Dann kann ich hier. Warte mal. Erstmal die anderen Sachen alle hier rein. Was kann noch hier rein? Die Nägel. Dann hier sowas. Noch kein vernünftiges Sortierungssystem, aber egal. Sonst habe ich, glaube ich, nichts. So, Werkstätten. Jägerin haben wir was Neues. Ah, hier. Paschi, Pascal. Alter, bei den Emotes, da kriege ich einen epileptischen Anfall gleich. So, erobere die Wildnis zurück. Tischsäge für den Schreiner. Komm, machen wir das. Wo müssen wir dafür hin? Den Schrein der Flamme haben wir auch noch nicht besucht, weil hier ist noch alles dunkel drumherum. Warum jetzt Werbung? Weil das von Twitch irgendwie standardmäßig ist. Man kann das leider bei Twitch nicht ausschalten. Dass man Werbung kriegt. Ab dem Moment, wo man Affiliate hat. Test der Fähigkeiten und Tischsäge der Schreiner. Machen wir mal da den Wegpunkt. Gibt es hier irgendwie den... Gehen wir von hier aus vielleicht. Deine erste Nachricht habe ich gesehen, ja. Also, das mit diesen epileptischen Anfall-Emotes, meinst du, oder? Könnte auch daran liegen. So. Und wir kommen zurück, Oldcoin. Was haben wir denn da? Noch eine Flamme. Ah, okay. Die hatten wir noch nicht entdeckt gehabt. So, ein Moment. Jetzt muss ich kurz überlegen. Plündererhügel. Vom Plündererhügel in die Richtung. Ich habe so das Gefühl, jedes Mal ist es am Laggen, wenn ich die Map aufmache. Es liegt wirklich, glaube ich, an der Map. Dann fängt es an zu laggen. Dann habe ich hier Codierungsfehler und so weiter. Ah, nicht die Viecher schon wieder. Und die... Ah, jetzt kommen auch noch die Wölfe. Und die Bienen! Wölfe, Bienen und irgendwelche Krabbelfiecher. Besser geht's nicht, oder? Hier sind gleich 4 Stück. Warum gleich so viele? Haben wir noch eine Flamme? Wollen die jetzt herkommen, oder?
Ne, okay, anscheinend nicht. Alter, warum sind hier jetzt über solche riesen Rudeln? Überall Rudeln. Also richtig große Rudeln. So, erstmal drei Buffs reinziehen hier. Dann rennen wir mal weiter. Was ist denn das da? Feuerstein, okay. Stufe 9. Haut die Banditen alle kaputt. Ein Stufe 7 Wookie. 4 Wölfe als Gothic-Veteran erledige ich mit Link. Ob du es glaubst oder nicht, Oldcoin. Gothic 3 aktuell. Ich hab schon um die 50 Folgen schon vorproduziert mittlerweile, weil ich in so einer Sucht war. Und ich bin auch schon mittlerweile in Varant. Hab im Mittelland alles schon durch, beziehungsweise fast alles durch. Das mit diesen scheuen Hirschen habe ich bis jetzt immer noch nicht hingekriegt. Aber fast alles durch, beziehungsweise außer hier die Eroberungszüge, weil ich noch immer nicht weiß, für wen ich mich anschließen soll. Aber gegen Rudel Wölfe kriege ich das immer noch nicht hin. Also in Gothic 3, die Rede ist von Gothic 3. So, wo? Muss ich da hoch? Oh, noch mehr Wölfe. Okay, jetzt Stufe 9 Wölfe. So, ich mache mir gerade Sorgen, was das hier angeht, so wenn das schon Stufe 9 Wölfe sind. Kelvins Ruhe. Ach, was haben die denn für eine Weitsicht? Erinnert mich ein bisschen an hier, in Gothic 2 hier, das Canyon, da waren ja auch irgendwelche Viecher, die mir richtig heftige Heilung hatten. Ich glaube, das waren die Beißer. Ich meine, das waren die Beißer, die eine richtig heftige Weitsicht hatten. So, Tierfell nehmen wir auf jeden Fall mit. So, lesen. Willkommen in Kelvins Ruhe. Müder Reisender, Kelvins Ruhe ist die letzte Bastion des Friedens und ein Ort für alle Überlebenden. Das Miasma sucht unser Gluttal heim und die Elixierkriege haben Länder nah und fern verwüstet. Bitte wende dich an Jakes auf dem Markt, um etwas nahrhaften Eintopf und ein warmes, trockenes Bett zu bekommen, in dem du dich ausruhen kannst. Stimmt, die Razor, nicht die Beißer, die Razor. Stimmt. Die waren da, die richtig heftige Weitsicht hatten. So, ich habe gehört, hier gibt's Essen.
wollen wir nicht. Mit Magie will ich jetzt erstmal noch relativ wenig zu tun haben. Kann man da hoch? Okay, ich kann das hier jetzt nicht ausnutzen, um da hochzuspringen. Schade. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich mag die Wookies. Das sind süße Gegner. So, ich habe das Gefühl, hier gibt es wieder Spinnen. Ne, hier gibt es keine Spinnen. Aber hier gibt es rohes Fleisch. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Danke. Okay, ich hatte jetzt mehr erwartet. Das war jetzt süß. So, jemand zu Hause? Hallo. Ah, hier haben wir wieder was zu lesen. Die Erde bebt. Die Berichte aus dem Untergrund von Kevins Ruhe sind wahr. Hier graben Kreaturen und sind zu einer Bedrohung für unser Überleben geworden. Sie arbeiten sich nach oben und erschüttern den Boden. Sollen wir unseren Posten aufgeben und uns in die verhüllte Wildnis außerhalb unserer Mauern begeben? Oder sollen wir ausharren und uns den Kreaturen stellen, die unter uns lauern? Wir müssen diesen Ort sichern. Schließlich ist Kevins Ruhe unser letzter Rückzugsort. Wie wir sehen, ist das sehr gut gelaufen für die. So, was haben wir hier? So, und hier ein Stab. So, was haben wir jetzt, was wir nicht brauchen? Den brauchen wir nicht. Keine Ahnung, warum der da unten ist. Hell ist ihr Licht. Okay, da sind schon einige viele. Ich würde vielleicht erstmal hier weitermachen anfangen. Nehmen wir mit. Ah, hier gibt es auch noch welche. Den Mana-Tank brauchen wir nicht.
Getrocknetes Fell. Warum ist hier so viel getrocknetes Fell und Harz? So. Ne, so komme ich nicht nochmal nach oben. Okay, schade. Mit Holzsäure. Was ist mit dem passiert? Das war ich nicht. Also ich habe den nicht getötet. Oder ich kann mich nicht erinnern, den getötet zu haben. Und der hat keinen Schaden bekommen. Komm. Okay, den treffe ich nicht. Doch. So, ich bin der Meinung, das ist eine Höhle. Ich bin der Meinung, es wird langsam Zeit, dass wir wieder einen Stufenaufstieg kriegen. So, gibt es hier noch mehr zum Looten? Knochenmehl hatte der, warum auch immer. Na? Was ist denn mit dir? So, nehmen wir auch mal mit. Okay, hier ist nicht mehr. Okay, hier haben wir eine Höhlenpassage. Alles klar, Outcloin. Dann danke für den Lurk. Und guten Hunger. Boah, ich glaube, ich mache mir auch gleich mal kurz so einen kleinen Snack. Ah, da liegt auch noch was. Warte mal. Von da kommen wir. Okay. Gehen wir weiter hoch. Oder? Ne, in der Hütte waren wir noch nicht. Genau, hier waren wir noch nicht. Alter, erschreckt das nicht. Schreckt mir die Spinne hier einfach. Das war jetzt gemein. Mit der Spinne. So, das nehmen wir mit. Auch noch was. Ah, das ist nur ein Lagerfeuer. Und Wasser.
Schade, dass hier nicht mehr gibt. Und hier habe ich noch was vergessen. Und hier auch. Nehmen wir mit. So. Die Riesenratten haben wir auch erledigt. So, das haben wir vergessen zu looten. Und es wird schon langsam dunkel. So, was gibt's denn hier unten? Einfach nur eine Truhe mit Feuersteinpfeilen. Und Schrott. Hier noch was? Honig? Was gibt's denn da oben? Geht hier noch weiter hier? Ach nö. Kann man nicht irgendwas mit den Bienen machen, dass man die irgendwie einsammelt oder so? Oder dass man durch die auch irgendwie Loot bekommt? Ich habe noch einen Text. Die Wuka! Sollte dies jemand finden, gib Acht! Kelvins Ruhe wurde von den Wuka überrannt. Wir haben tapfer gekämpft, doch die Bestien waren zu mächtig. Sie haben eine Aura überirdischer Stärke. Wer sich ihnen stellen muss, sollte die Quelle ihrer jenseitigen Macht aussuchen. Die Statue, an der sie ihren elenden Göttern Opfer darbringen. Ob das ausreicht, um das Blatt zu wenden, wage ich nicht zu behaupten. Okay. Ich bin aber anscheinend stark genug, die auszuschalten hier, alle. Hier haben wir wieder diese Vuka-Dingens. Vuka, wie es da oben steht. Aber war es das jetzt? Haben wir alles hier oder wie? Okay, da komme ich nicht hoch. Waren wir eigentlich da oben schon in dem Gebäude? Ne, hier waren wir noch gar nicht drin. Mana-Ring.
Ja, können wir keine Ahnung was mitmachen. Wegschmeißen. So, aber ich mache jetzt auch noch mal einen Break. Ich will mir auch noch eben, sagen wir mal, eine Brezel oder sowas in den Ofen schmeißen. Wird diesmal ein bisschen länger dauern, bis ich wieder da bin. Aber ich würde sagen, dann bis gleich.